So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign the Ghost Demission. Ja, wir sind hier gerade im Backofen der Hölle. Hier sind 50.000 Grad draußen. Ich war gerade duschen und bin schon wieder trocken. Nein, nass. Hä? Nein, nass, genau, so nennt man das. Ich sitze hier quasi hier mit meinem Hemdchen. Ich wollte eigentlich quasi nackt aufnehmen, ne? Das wäre was Tolles gewesen, ja. Aber ich dachte, nee, das kann ich euch auch nicht antun. Nee, bei uns ist Chaos, Wetter, Hitze pur. Und da kriegen die Schweißperlen sogar schon Schweißperlen. Das ist schon der Wahnsinn. Eins noch, liebe Kinderchen. Und zwar, ich werde des Öfteren gefragt, hier, kannst du dich mal noch eine Folge raushauen? Oh, hoffentlich kommt heute was, wenn ich mal 3 Tage mal nicht aufgenommen habe. Ja, ist schlecht wegen Arbeit, ne? Bei 1200 Abonnenten, damit verdiene ich leider noch nicht genügend Geld oder gar kein Geld quasi, dass ich davon leben kann. Also ich muss tatsächlich noch arbeiten gehen und folgedessen ist das nicht möglich, immer jeden Tag was rauszuknüppeln. So, aber jetzt sind wir hier wieder dabei und wir knüppeln jetzt gerade auch was raus. Und zwar waren wir hier beim Wolf. Da waren wir fertig. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge Nachrichten von Gabriela bekommen. Sie ist aber tot. Wie ist das möglich? So, los geht's. Oh mein Gott, Leute. Ich habe diesen schrecklichen Anruf bekommen. Ich auch. Was hat das zu bedeuten? Glaubt ihr mir jetzt endlich alle, dass wir alle dem Tod geweiht sind? Ihr wisst genau, was das zu bedeuten hat. In 7 Tagen wirst du sterben. Hier, Jonathan. Jetzt krieg ich's auch langsam mit der Angst zu tun. Jonathan und Angst? Na, er ist hier der Design-Terminator. Und guck mal, der hat auch keine Angst, wa? Der Jung, was? So, der Wolf. Ja, dann komm, Wolf. Nee, denn nicht. So, Wolfi. So, ich konnte die Ergebnisse eingrenzen. Es gibt genau 3 Männer mit den Namen Franz, die im Jahre 1955 geboren sind. Und wie kriegen wir raus, welcher der richtige ist? Ah, Hecken, Hecken, Hecken. Hecken, Hecken, Hecken. Bin gerade am Auswerten, aber du kannst ja schon mal nachschauen. Was? Vielleicht erkennst du ja, wer unser Fons ist. Hä? Henry Fons, geboren 1955. Einen Personalausweis haben wir? Oho. Das sind aber 2 verschiedene Fonsten. Ach, das sind die 3, die ausgrenzen konnte. Hä, warte mal, den kennen wir doch. Das sieht aus wie unser Papa, oder nicht? Aber das ist so witzig, wie einfach das hier, wie man das fast gar nicht sieht, dass das hier einfach Fotomontage bearbeitet worden ist. Aber cool. Hier nochmal zum Vergleich. Warte mal, lass mich mal löschen. Also. Alter, das könnte alles der sein. Guck mal, der Junge hat hier nur ein bisschen kräftigeres Gebiss. Aber auch hier. Ja, aber das, wenn es umgedreht ist, dann hat er solche Ohren. Das ist der obere, der allererste hier. Er hier. Guck mal, die Augen passen auch voll dazu. Oder? Da, die Augen passen da sowas von zu. Ich schätze den ersten. Die Ohren passen auch und alles. Hier das eine runde Ohr, dann das andere spitze Ohr und hast nicht gesehen und alles. Obwohl, als Kind hatte ich auch Segelohren. Und jetzt? Tudut! Tudut! Schauen wir mal, ob du recht hast. Schon mal was von Findface gehört? Ne. Das ist ein Face-Rekognitionstool, also ein Programm, mit dem du Gesichter zuordnen kannst. Warte kurz. Trommelwirbel. Gut, dass wir jetzt hier nicht bei Günther Jauch sitzen. Ja, nur hau raus, der dritte ist es. Ernsthaft? Na, mir egal.
Okay. Zauberei. Okay. Du bist ein Geniewolf. Ich bin schwer beeindruckt. Nette Software. Und wer ist jetzt der... und wer ist er jetzt genau? Genau, das ist es. Wer ist es? Wer ist das? Ob da Leute irgendwie Bilder gestellt haben von Kind und Erwachsene? Anscheinend heißt der Kerl Henry Fons. Ja, das haben wir schon gesehen. Mal sehen, was ich über ihn in Erfahrung bringen kann. See you later, Alligator. Hey, Süßer. Norris. Wolltest dich doch melden. Sorry, Nora, war gerade ungünstig. Oder ist gerade ungünstig. Hey, Nora, was gibt's denn? Nochmal einen Blick auf Nora werfen. Ist schon Leckerli, ne? Na, ich sollte doch rausfinden, ob du einen Freundin hast. Aber den Nora nicht schon wieder. Du lässt sie ja nicht locker, wa? Nicht, wenn ich auf etwas sehr neugierig bin. Na gut, ich bin seit kurzem getrennt. Boah, Mann, Motorräder. Das bedeutet, du stehst noch auf sie? Ehrlich, ich weiß es selbst nicht genau. Uns hat sehr viel verbunden. Nein, es ist vorbei. Ich mag rothaarige Frauen, Entschuldigung, Leute. Das wollte ich hören. Ja. Ich bin ja auch nur ein Mann, ne? Was gibt es sonst noch Interessantes über dich zu wissen? Frag einfach. Wir vergessen all unsere Sorgen, dass wir gerade von einem Geistermädchenkiller heimgesucht werden und flirten mit einer neuen Frau rum. Das ist gut. Gehst du gerne ins Kino? Was magst du nur für Filme? Ich liebe romantische Komödien. Auch am liebsten etwas zum Lachen. Ich mag Horrorfilme. Ach, alles Mögliche, was so läuft. Action, Thriller, Männerzeug sehen. Ja. Ich guck viele Dinge. Am liebsten gucke ich Star Wars. Mhm. Oh, ein kleiner Macho. Nein. Gefällt mir. Okay. Doch. Ja, ich bin ein Macho. Weißt du was? Hätte mal wieder richtig Lust auf einen gemütlichen Filmabend. Digga, machen wir. Mit dir auf der Couch. Ja? Eine Flasche Wein? Hört sich gut an. Warum nicht? Sowas sollten wir lassen, Nora. Warum? Warum gibt's diese... Ich möchte einen sehen, der wirklich das sagt. Echt, der das aussieht. Das sollten wir lieber lassen. Sowas machen wir nicht. Ja. Ne? In dem Fall ist es ja nicht so. Wir haben ja damals bei 7 ja auch immer mit den Weibern rumgeflirtet. Auch jetzt mit hier Lina und so und alles. Oder mit, wie hieß die andere noch? Mona. Und, ja, aber in diesem Fall, in diesem Spiel sind wir ja nicht vergeben. Wir sind ja getrennt. Ne? Folgedessen ist das ja moralisch ja nicht verwerflich. Oder seht ihr das ja irgendwie anders? Also abgemacht, ich freue mich schon drauf. Jetzt bist du dran, frag mich, was du willst. Welche Musik hörst du am liebsten? Was ist der lustigste Witz, den du kennst? Bitte nicht. Was war der peinlichste Moment? Bitte nicht. Was tönt dich am meisten an? Janine. Das ist die Spezialfrage. Alter, sende mir das zweite Bild von deiner Handykamera. Und nicht schummeln. Janine, das geht so nicht. Du freches Ding. Ach, ich hab dich gern. So, pass auf. Ich will das mit Antören, finde ich total kacke. Wirklich. Ich schreibe mit ihr das zweite Mal. So, und haben vielleicht insgesamt 15 Sätze miteinander geschrieben. Und ich schreibe, worauf bist du geil? Worauf hast du Bock? Was magst du am liebsten?
Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich meine, ihr seht ja, ich bin sehr offensiv bei ihr, aber das ist doch eine krasse Nummer zu offensiv, oder? Komm, schick mir das zweite Bild von deiner Handykamera. Das ist interessant. Oha, jetzt wird's spannend. Warte. Okay. Okay. Sie besoffen oder so. Das wäre witzig. Sie ist ja ein Leckerli, ne? Das muss man ja mal sagen. Jetzt du, das vierte Bild auf dein Handy. What? ich wurde abgelenkt. Entschuldigung, ich bin gerade zufällig abgelenkt. Ich habe den nächsten Hinweis. Ich würde, glaube ich, erstmal mit Nora weiterschreiben. Eine Frau lässt mir doch nicht hängen, oder? Das solltest du dir ansehen. Und? Warte. Ja, dann, was denn jetzt nun? Dann sehe ich mir später an. Warte. Und Nora schreibt. Jetzt kneif nicht! Ich muss los, Nora. Das müssen wir leider verschieben. Ich antworte dir später. Och, Menno, aber nicht vergessen. Schmatzi! Okay. Ja, dann komm, raus. Da bin ich. Lass hören. Es kann so einfach sein. Ich hätte auch früher drauf kommen können. Einfach mal in Wikipedia zu schauen. Okay, geht jetzt diesen Hinweis nach mit diesem Henry Fonz. Ist ja gut und schön. Bundesweite Schlagzeile machte Kriminalkommissar Henry Fonz im Dezember 1978 durch den Fall Thomas. Bei dem seine unübliche Vorgehensweise die Gemüter spaltete und die Medien in vielen diskutierten. Ja. Kann man das noch genauer irgendwie. Ja, okay, denn nicht. Und dann? Fall Thomas? Kriminalkommissar? Gut, dass er Kriminalkommissar ist, ist ja sehr interessant. Aber warum ist er da drauf? Das ist es, ne? Warum ist er als Kind auf ein Geistervideo zu sehen, wo Menschen getötet werden? Das ist. Egal. Alles ist interessant. Oh, Alter, wie sag ja, Schweißperlen kriegen Schweißperlen hier gerade. Puh. Und diese machen Sex und kriegen noch mehr Schweißperlen. Dazu wirst du gleich mehr erfahren. Ich bin da nämlich noch auf eine Webseite gestoßen. Dort gibt es einen Bericht über diesen Fall, sowie eine Videozusammenfassung. Was willst du sehen? Das Video. Dein Wunsch ist mir Befehl. Aua, oh, voll den Fuß gestoßen. Vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, denn in meiner Rubrik X-Factor geht es heute um eine wirklich unglaubliche und verdammt gruselige Geschichte, bei der es selbst mir kalt den Rücken runterläuft, wenn ich davon erzähle. In der Geschichte geht es um eine Familie, und zwar die Familie des 15-jährigen Thomas, der gemeinsam mit seinen Eltern zurück in seine Heimatstadt zog, und zwar in das leerstehende, verlassene Haus seines Großvaters. Ja, Thomas' Eltern merkten nämlich relativ schnell, dass etwas mit dem Haus nicht stimmen konnte, und auch Thomas selbst begann urplötzlich damit, sich ganz komisch zu verhalten und berichtete seinen Eltern schlussendlich, dass er die Stimmen toter Kinder hörte und die behaupteten, ja, ermordet worden zu sein. Thomas' Mutter wandte sich in ihrer Verzweiflung dann letztendlich an den einzig Richtigen für diesen Fall, und zwar an den Polizisten, der sich damals um die Kindermorde gekümmert hat, die in der Stadt passiert sind. Und wenn ihr an dieser Stelle denkt, dass diese Geschichte unmöglich stimmen könnte und sie für unwahr haltet, dann solltet ihr nicht auf den guten Henry Fonz hören. Denn dieser war felsenfest davon überzeugt, dass die Kinder Thomas als Sprachrohr benutzen, um Gerechtigkeit und, ja, Rache für ihren Tod zu fordern. Ja, und long story short, die Stimmen der Kinder führten letztendlich auch zum wahren Mörder, und zwar Thomas' Großvater. Ja, erzählt mir mal, was ihr von dieser Geschichte haltet und ob ihr generell an Geister glaubt, und schreibt gerne was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Jonathan Frakes. So, glaubst du an diese Geschichte?
Was schlägst du vor, sollen wir jetzt tun? Irgendwelche Hinweise, was dieser Fons jetzt so treibt? Okay. Denkst du, was ich denke? Essen. Nicht nur Hinweise. Nachdem Fons seine Vision der Geschichte genau so in der Falk-Akte geschrieben hat, das soll wahrscheinlich, ja, ich weiß, wurde er damals unehrenhaft aus dem Polizeidienst entlassen. Daraufhin machte er sich selbstständig und agierte sozusagen als Geisterjäger. Er galt als die Anlaufstelle für paranormale Fragen und Probleme. Aber dann muss irgendetwas vorgefallen sein, denn urplötzlich ist er von der Bildfläche verschwunden. Es erinnert mich so ein bisschen an Stranger Things gerade. Und lebt seither einsam und zurückgezogen in seinem abgelegenen Häuschen. Er war Geisterjäger, dein Ernst? Weißt du, was genau vorgefallen ist? Abgelegenes Häuschen? Du weißt, wo er wohnt? Nein, leider nicht. Das hält er schön geheim. Was denkst du, sollen wir tun? Erstmal deine Kommilitonen auf den neuesten Stand zu bringen. Okay, ich füge dich mal in die Gruppe hinzu. Wir kriegen Wolf hinzugefügt. Können wir das? Das kann auch nur ein Admin. Auf keinen Fall, Gabriels Tod ist schon schlimm genug. Kein Bock auf eine Handvoll hysterischer Studenten. Und ich dachte, Wölfe sind Rudeltiere. Du bist voll anstrengend. Ja, nein. Okay, deine Entscheidung. Besser ein einsamer Wolf als ein beliebtes Schaf. Ja, Schafe werden gefressen halt, ne? Okay, wir haben was Neues hier auf Logge. Da müssen wir jetzt immer alles mitteilen. Leute, Wolf hat das Video mal genau unter die Lupe genommen und Folgendes entdeckt. Ja, hau raus. Junge, mal. Ich denke, die Leute warten jetzt einfach mal auf unsere... Ah, genau das. Krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und wer soll das sein? Der. Mordkommission, interessant. Fall Thomas. Steht er nicht mehr? Das bedeutet doch etwas, das... Ich bin komplett raus. Das muss doch etwas zu bedeuten haben. Nein, Jonathan. Aber schaut mal, was Wolf ausgegraben hat. Schaut euch das Video mal in aller Ruhe an. Fertig? Ja, Jonathan ist das Schnellste. Ich habe auch nichts anderes von ihm erwartet. Guter Typ. Das wird hier immer abgefahren, ne? Unglaublich. Und das war noch nicht alles. Ein Geisterjäger? Deswegen vielleicht dieses Foto von ihm im Video.
Als Sprachrohr für die toten Kinder, ne? Meint ihr, er kann uns vielleicht helfen? Genau, Tomji, wir müssen diesen Fonzer kontaktieren. Ich habe keine Kontaktdaten. Ich mache mich hier mal auf diese Suche. Meine Lieben, ich verstehe Ihren Schmerz. Aber sich derartiges reinzusteigern, hilft Ihnen nicht. Aber Seelen ruhig rumzusetzen, auch nicht, Prof. Dieses Bild im Video. Er war Geisterjäger. Das muss etwas bedeuten. Ich hoffe, du hast recht. Ich gebe Yannick nur ungern recht. Ich habe sie gefunden. Das ist hier diese ID. Danke, Tayo. Du Held im Erdbeer. Oh, okay. Auf das Telefon. Was war das? 900 und 146. Oh, sieht ja jetzt aus, ne? Wer auch immer dran ist, ich habe kein Interesse. Voll sympathischer Typ. Ja, voll sympathisch. Den finde ich gut. Ich habe keinen Bock. Der Fonz hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Einfach aufgelegt. Geiler Typ, ey. Na toll. Dann schreib ihn an und erklär ihm unsere Situation. Macht ihr doch. Jo, mach mal, Tomji. Ja, mach mal selber, Jonathan. Füge den Kontakt Henry Fons mit dem Sender ID, der bleibt plus und Sticks. Was? Nein. Okay. Plus. Das mache ich, glaube ich, auch, wenn ich nur Nummern sehe auf mein Handy, sage ich, wer immer da dran ist. Kein Interesse. Das finde ich ist eine gute Idee. Was? Ja, komm, hau raus. Da. Ich will doch keinen Code finden. Ich will doch einfach nur, dass das funktioniert hier. Ja, Henry Fons. ID-Nummer, ja, ja. Hab ich doch gemacht. Ich will ja nur mit Henry von Schnacken. Nee, das geht nicht. Hallo, Herr Fons. Ich habe Sie gerade für so eine Anrufe. Bitte lassen Sie mich kurz erklären. Bombs gesperrt. Ehemaliger Polizist hat in den 80er Jahren einen übernatürlichen Fall gelöst und könnte seither als Co-Führer mit einem. Sie waren das also. Diese Nummer nutzen nur noch Reporter, um mich zu Narren zu halten wollen. So scheinen sie mir nicht auszustehen. Also werden sie sich und. Also, wer sind sie und was wollen sie von mir? Ich habe Ihren damaligen Fall mit den ermordeten Kindern erfahren. Und weiter. Ich benötige dringend Hilfe. Sie haben 5 Minuten. Eine Freundin von mir ist gestorben, 7 Tage nachdem sie ein verstörendes Video gesehen hat. Ich habe dieses Video auch gesehen und seither passieren seltsame Dinge.
Ich bin der festen Überzeugung, ein Geist steckt dahinter und auch ich bin in Gefahr. Wie unheimlich. Boah, Gänsehaut. Ein Geistervideo, das jeden binnen 7 Tage tötet. Ich habe von euch Spaßvögeln die Nase voll. Sowas von gestrichen voll. Und ich war kurz davor, ihnen den Glauben zu schenken. Auf Nimmerwiedersehen. Geblockt. Nein. Komm. Ups. Woher haben Sie das? Es ist ein Bildausschnitt aus dem Video, von dem ich gesprochen habe. Das ist auch der Grund, warum ich Sie kontaktiere. Äußerst eigenartig. Davon können Sie unmöglich wissen. Wie meinen Sie das? Die Mutter des kleinen Thomas kontaktierte mich damals ebenfalls. Nachdem sie genau dieses Foto in dem Bett ihres Sohnes fand. Also glauben Sie mir jetzt? Und was hat das zu bedeuten? Das ist doch kein Zufall. Okay, Leute, ich muss mal kurz Pause machen.